Ja, weiter geht es mit Let's Play Gothic, der Weg des Wassermagiers. Wir haben das letzte Mal aus einer dieser Truhen, ich weiß nicht mehr genau welche, haben wir den Almanach zurückerlangt, den Talas irgendwann in der Vergangenheit mal verbummelt hat. Da sehen wir ihn, den Almanach, den sollen wir zu Cor Kalon bringen. Ich möchte allerdings diese Nagelkeule vorher nochmal aufheben, bevor wir zu Talas gehen. Nee, das wollte ich eigentlich nicht sagen. Ich wollte nämlich diese Nagelkeule aufheben und diesen Nachtschatten. Und da drüben sehe ich auch schon einen Nachtschatten. Und überhaupt nehme ich hier nochmal eben alles mit, außer die Pilze, was nicht nied- und nagelfest ist. Einfach aus dem Grund, weil wir es können. Ich weiß, das ist der beste Grund überhaupt. So, das war dieser Trakt. Da vorne ging es nach draußen und das war, glaube ich, die erste Kammer, wo wir uns verschanzt haben. Und fast gestorben sind. Sind wir aber zum Glück nicht. Wir haben uns wacker geschlagen. Ich nehme mal kurz diese Fackel wieder an mich. Und werde Talas davon berichten. Aber ich wollte eigentlich Magie lernen. Denn wir haben ja von Cor Kalon zur Belohnung eine Rune bekommen. Das ist die Rune des Lichts. Da müssten wir die dumme Fackel nicht immer aufheben. Weil wir die im Kampf jedes Mal wieder wegschmeißen. Und außerdem ist es ein Verbrauchsgut. Okay, wir verbrauchen Mana. Aber ganz ehrlich, das Mana werden wir noch weiter ausbauen. Und genau, ich möchte gerne den ersten Kreis der Magie erlernen. Falls das überhaupt schon geht, wenn dann wahrscheinlich im alten Lager. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Aber ich denke, das kriegen wir schon zusammen hin. So, dann werden wir mal kurz Talas davon berichten. Du hast den Almanach. Gut gemacht. Gehen wir wieder zurück ins Lager. Yo, geh mal vor. Ja, wobei, ich wollte eigentlich da noch gar nicht hin. Ich hoffe, wir beenden jetzt nicht dieses Kapitel. Ich will eigentlich noch nichts abgeben. Das werde ich auch noch nicht tun. So, ach, das sind auch noch Scavenger. Genau, die haben wir auf dem Hinweg hier, glaube ich, auch schon gesehen. Die muss ich unbedingt noch töten. Das Problem ist, dass dort in der Nähe auch noch ein Schattenläufer sein Unwesen treibt. Und der kam ja schon einmal auf uns zugestapft. Möchte ich jetzt nicht die Erfahrung mit dem Vieh sammeln. Auch wenn es vielleicht mal ganz interessant ist, ob wir überhaupt in der Lage sind, den überhaupt ein bisschen anzukratzen. Meinen mickrigen, wie viel Stärke haben wir? 60 oder so, werden wir wahrscheinlich nicht viel rausholen. Aber naja. So, der Gute läuft ein bisschen langsam, finde ich. Also wir holen ja schon ziemlich auf. Der musste sich ja vorhin einmal kurz umdrehen, weil wir ja nicht hinterher kamen. Weil wir rumgetrödelt haben, mal kurz in den Wald hineingeblickt haben. Aber guck mal, wir sind ja schon dicht auf den Fersen. Tja. Wir haben halt die guten Runner-Schuhe, wa? Ja, komm, beweg dich. Da leuchtet schon mystisch grün. Und auch die Glatze von dem Baal dort vorne. Hier sind wir wieder. Am besten, du bringst den Almanach gleich zu Cor Kalon. Pass nur auf, dass du dich nicht überarbeitest. Keine Angst, darauf achte ich sogar sehr. Mach dir um mich keine Sorgen. Ja, oder kann uns hier einer die Runenmagie beibringen? Ich bin mir nicht so sicher. Ich will das ehrlich gesagt noch gar nicht abgeben. Ich werde jetzt nochmal ins alte Lager schauen, ob wir da irgendwie den ersten Kreis der Magie erlangen können. Ja, wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt und ich habe ein bisschen Zeit verplempert. Aber naja, wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns. Da wird dieser eine Fehltritt, neben vielen anderen vorher auch, denke ich mal, verkraftbar sein. Weil ich unbedingt Licht anwenden möchte. Das finde ich richtig cool. Können wir leider noch nicht ausrüsten, weil wir, wie gesagt, den ersten Kreis der Magie noch nicht erlernt haben. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, wie wir mit Magie umgehen. Selbst diese kleinen Popelzauber, wie eben dieses Licht, die bereiten uns Schwierigkeiten. So. Warte mal, wir haben doch schon drei Dinge, glaube ich, getan in diesem Kapitel, ne? Wir haben doch für Cor Kalon den Fokus geholt. Also grundsätzlich sollen wir ja das Sektenlager ausspionieren, was die vorhaben. Wir sollen diese Anrufung einleiten. Deswegen werden wir hier von Cor Kalon ein bisschen rumgeschickt. Und, da sind die Scavenger. Warte mal, wie viele Lernpunkte? Wir haben 36 Lernpunkte, aber wir brauchen, ja, noch knapp 6000
Erfahrungspunkte. Das heißt, da bringen uns diese drei Scavenger natürlich auch nichts. Aber es ist schon verführerisch, die einfach umzuknüppeln. Vor allem, weil die jetzt so, ja, so harmlos sind. Naja. Oha, da oben müssen wir auch noch irgendwann hin. Da graust es mich auch schon vor. Wobei, mit den schwarzen Goblins bin ich besser zurechtgekommen, als ich, ja, als ich gedacht hätte. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach ging. Ja, ne, wir haben ja drei Dinge schon erledigt. Wir haben einmal den Fokusstein besorgt, wo Lyras durchgedreht ist. Und wir haben den... jetzt muss ich kurz überleben. Wir haben die, genau. Wir haben das stärkere Sekret aus der alten Mine organisiert. Und wir haben den Almanach in unserer Tasche. Da kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Das heißt, die Anrufung könnte schon eingeleitet werden. Jetzt, wenn wir das abgeben... Dann würde ich dieses Scavenger aber doch schon gerne mitnehmen, weil auch wenn es nur in Summe 100, 120, 150 Erfahrungspunkte sind, es sind immerhin so viele Punkte. Und naja. Gut, gehe ich hier rein? Wahrscheinlich schon. Und dann schleiche ich mich, ja, zur rechten Seite durch. Nee, da sitzt da eine Typ, das mag ich nicht. Dann gehe ich doch zur linken durch. Der Matt, den möchte ich ungerne... Ach, ich gehe doch hier rum. Den möchte ich ungern an mich binden. Sonst müssen wir den leider töten. Und ich würde es bald tun. Also sobald wir den an der Backe haben. Einfach irgendwo in eine Höhle gehen, den niederknüppeln und dann zack. Aber wahrscheinlich geht das mit unserem Knüppel wieder nicht. Ach so, bei der Gelegenheit. Ich dachte... Nee. Ich dachte, dass wir unser Fleisch hier braten könnten. Was ist das denn? Warte mal, oben ist doch noch ein größeres Lagerfeuer, oder? Wir haben noch so viel... Nee, wo sind meine ganzen Knusprigkeiten? Hier, 246 rohe Fleischschenkel, die bestimmt auch noch nicht verrottet sind nach der ganzen Zeit. In unserer Tasche. Also, ne, wenn wir ein bisschen müffeln aus der Hose heraus, dann... Ja. Ach nee, die Pfanne müssten wir vielleicht benutzen. Genau. Ich weiß nur nicht, wie lange. Oh nee, müssen wir jedes Fleisch einzeln hier machen? Warte mal. Das wäre ja dumm. Oh nee. Ja, das kann ein bisschen dauern. Na, da, da. So, der Brutzler. Also ich versuche das hier mal ein bisschen durchzu... hantieren. Mein Gott, wir sind der Speedkoch schlechthin. Naja, ich sollte das vielleicht mal offscreen machen. Das würde, glaube ich, jetzt zu viel Zeit verschlingen. Warte mal, wie viele haben wir jetzt? Sind wir jetzt unter 200? Nein, immer noch nicht. Wo ist denn eigentlich das gebratene Fleisch? Das würde mich mal interessieren. Warte mal, das rohe Fleisch gibt 10 Lebensenergiepunkte und das gebratene Fleisch, na toll, 15. Und dafür stelle ich mich hier an die Pfanne. In eine Pfanne hauen kann ich mich auch selber. Gut, hier wie gesagt vorsichtig vorbeischleichen, an dem Koch vorbei. Ah, da sitzt der Typ. Bloß nicht an der Wand abprallen. So. Jawohl. Gut, die Bühne unten ist auch noch leer. Toll. Jetzt müssen wir natürlich... Wenn wir Pech haben, müssen wir natürlich warten, bis es Tag ist. Das ist natürlich doof. Haben wir hier irgendwo einen Magier? Können wir hier... Das ist doch Magier. Können wir hier vielleicht rein? Hey du! Dein Glück, aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Wer sagt denn das? Der da vorne. Was ist das überhaupt für ein Hansel? Wer hat dich denn reingelassen? Torus. Und was willst du hier? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe eine Botschaft für die Magier. Du arbeitest für die Magier? Damit will ich nichts zu tun haben. Natürlich nicht. Kannst du mir beibringen zu kämpfen? Ich unterrichte nur Gardisten. Bis Torus dich nicht zum Gardisten gemacht hat, musst du dir jemand anderen suchen. Ah ja, vielen Dank. Aber ein Gardist möchte ich weiß Gott nicht werden. So, wen haben wir hier? Ein Gardist? Noch ein Gardist? Und wer ist das da oben?
auch nur ein Gardist. Alles klar. Das wäre lustig, wenn wir jetzt durch den Mini-Jump gestorben wären. Also eher weniger komisch. Aber naja, mein Gott, ich will doch mit den Magiern sprechen. Warum lassen die mich nicht? Kann ich mich hier irgendwie rumschleichen? Wahrscheinlich nicht. Nee. Tja, blöd. Wir müssten eigentlich, ja, es Tag werden lassen. Das Problem ist, das wird dauern. Das heißt, ich werde zu meiner Hütte marschieren und bei Tageslicht wieder hier hineinspazieren, wenn die ganzen Herrschaften ausgeschlafen haben und ausgeruht sind und sich von mir voll babbeln lassen wollen. So, bloß nicht an der Wand abprallen, wie so ein Pinball. Ach, guck mal, der Koch kommt schon raus. Kann das sein, dass es schon morgen wird? Gerade, das sieht auch ziemlich hell aus. Nö, ich gehe trotzdem nochmal voll Cyberpen. Dann haben wir unsere Lebensbalkenanzeige wieder auf Maximum und unser Mana, was wahrscheinlich eh noch auf Maximum ist. Aber es scheint so, als würde der Tagesablauf bald beginnen. Egal, ich gehe in meine Hütte, wollte ich sagen. Genau, bis zum nächsten Morgen schlafen. Du hast geschlafen und bist ausgeruht. Genau, ein neuer Tag und nichts hat sich geändert, denn ich bin immer noch nicht der Weltherrscher hier. Genau, wir schleichen uns wieder in die innere Burg in der Hoffnung, dass wir jetzt einen Magier antreffen, der uns ein wenig unterrichten kann. Ich meine, das ist schon, das wäre ja doof, ne? Wir können jetzt, wir haben eine Rune auswählen können, eine Magierune, und können sie bis zum vierten Kapitel nicht benutzen. Das wäre ja super doof. Und ich weiß auch nicht, ob man als Gardist sofort da oben rein kann bei dem Magier. Also bei den obersten Feuermagier, versteht sich. Egal, ich schaue erstmal, ob die beiden da vorne mir was beibringen können, beziehungsweise Milton. Erstmal abwarten. Wird nicht so einfach. So, wer seid ihr? Rodriguez! Altes Haus. Ich suche den obersten Magier des Feuers. Geh zu Milton. Der gibt sich mit Laufburschen wie dir ab. Natürlich. Und du? Was machen die magischen Künste? Das ist nicht dein Belang. Doch. Hat schon Platz. Mein Gott, die sind ganz schön aggro. Milton. Toll. Erzähl mir was über die Feuermagier. Der Kreis des Feuers bezieht seine Macht von der Gnade Innos. Der Gott des Lichts, der Wahrheit und der Gerechtigkeit wacht über uns. Die Magier betrachten sich selber als die Erwählten. Und so behandeln sie auch alle anderen. Ich hatte das Glück, damals aufgenommen zu werden. Koristo hat mich zu seinem Lehrling gemacht. Vermutlich hat er einfach Lust auf Unterhaltung. Seitdem bemühe ich mich jeden Tag, meine magischen Fähigkeiten zu steigern, damit ich in den nächsten Kreis aufgenommen werden kann. Ja, aber er kann mir... Wir sehen uns. ...den Kreis auch nicht beibringen oder im Kreis der... Ja, Magie unterrichten, das ist natürlich sehr schade. Okay, wir haben die Zeit verplempert, da sind wir uns, glaube ich, sicher. Ich glaube, der Kronos im neuen Lager kann uns das auch nicht beibringen, wenn ich recht informiert bin. Ich glaube, da kann man nur seine Kraft steigern. Wir müssen nur eine Möglichkeit haben. Vielleicht ist es in Kapitel 3 der Fall, dass wir die Möglichkeit haben, uns... ja, was war mein Plan? Nee, ich habe irgendwie echt gesagt, vergessen, was ich sagen wollte. Genau, vielleicht werden wir zu den... Ich kann nicht mehr reden, das tut mir leid, ich bin so aufgeregt, weil ich diesen Satz eben sprechen möchte und jetzt überlappen sich mehrere Sätze ineinander. Das ist total kurios. Was ich sagen wollte, ganz ruhig. Vielleicht werden wir im dritten Kapitel zu den mächtigen Magiern vorgelassen, die uns, ja, unterrichten können. So. Warte mal, gehe ich jetzt... Ach komm, ich starte die Anrufung. Ich starte die Anrufung jetzt. Also falls sie überhaupt dadurch gestartet wird. Mit denen haben wir, glaube ich, auch noch keinen Kontakt gehabt. Wir haben noch früh genug haben, denke ich mal. Aha. Gratis Erfahrungspunkte. Schnauze. Fresse.
So, das waren alle. Nanu, habe ich hier damals irgendwas vergessen? Habe ich die Höhle noch nie gereinigt? Na gut, auf jeden Fall wieder ein paar Schenkel, die wir braten können. Wir haben ja sonst nichts zu tun als Hobbykoch. Ach, warte mal, hier ist noch eine Pflanze. Nachtschatten, jawohl. Die darf natürlich nicht im Inventar fehlen. Die Fackel lasse ich hier liegen, weil der E-Tag ist. So, warte mal, können wir hier irgendwie hoch? Das sieht fast so aus, als könnte man sich hier in luftige Höhen begeben. Warte mal, ich will das mal ausprobieren. Das scheint echt so eine... ja, so ein gewollter Aufstieg zu sein. Das sieht verdammt danach aus. Ich habe ehrlich gesagt aber ein bisschen Schiss, was uns oben erwarten wird. Aber ich habe vor allem Schiss. Also das muss kein... ah, hier kommen wir nicht mehr weiter. Doch, kommen wir. Was haben wir denn hier? Okay, hier können wir ein bisschen drum rumlaufen. Warte mal, bevor wir irgendwie abrutschen oder sowas, möchte ich einmal ganz kurz speichern. So, der 100... nein, der 104. wäre es eigentlich gewesen. Egal, ich überschreibe den gleich. Ach, sind wir jetzt im Orkgebiet hier? Nee. Ich habe keine Ahnung, was uns das jetzt bringen soll. Da vorne haben wir noch diese Ruinen. Da hinten ist noch ein Turm. Naja, ich gehe mal wieder zurück. Ich glaube, hier sollten wir eigentlich noch nicht hin. Beziehungsweise wir könnten es eigentlich mal ausprobieren, aber ich bezweifle, dass wir hier hin sollten. So, oh. Wer bist du denn? Gilbert, den Namen habe ich doch irgendwo mal gehört. Was machst du hier? Ich hatte die Schnauze voll vom alten Lager, hatte Ärger mit Gomez Leuten. Ist aber schon eine Weile her. Schätze, jetzt kräht kein Hahn mehr danach. Aber ich bleibe hier. Im alten Lager rennen mir zu viele Schwachköpfe rum. Indeed. Okay, Gilbert. Schön, dich mal gesehen zu haben. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Ich mach das einmal so. Und so. Oh, oh. Egal, wir haben es überlebt. Und das ist die Hauptsache. Wir haben es überlebt. Ja, Mensch. Ich habe ein bisschen Bedenken, wenn wir gleich die Anrufung starten. Damals hatte ich das Problem mit meinem alten Aufnahmeprogramm und den Nicht-Mods, dass die Videos nicht enthalten waren, weil die ein anderes Format hatten, eine ganz andere Auflösung. Da hat sich dann mein Aufnahmeprogramm verabschiedet und ich musste das irgendwie umständlich versuchen, wieder hineinzufrimmeln. Andere Technik, andere Aufnahmetechnik und mit den Mods sind diese Videos irgendwie eingebettet. Ich hoffe, das wird funktionieren. Wenn nicht, wird das auch wieder so ein bisschen gefrickelt. Ich glaube, ich habe damals auch ein Video mal vergessen. Das heldenhaft vor den Stein gesprungen, also vor der Erhöhung. Egal, ich werde jetzt die Anrufung starten lassen, beziehungsweise mich schon mal vor dem Lager positionieren, dass wir in der nächsten Folge damit beginnen können, die Anrufung, ja, der Anrufung beizuwohnen, um dann Mordrake von unseren Ergebnissen zu unterrichten. Gut, haben wir hier im Wald noch irgendwas, was wir super leicht umklatschen könnten? Das wäre vielleicht ganz cool. Außer die Scavenger. Das sieht gerade erstmal nicht so aus. Ja, da sind... ach, da oben sind auch noch Mole Rats. Hier sind die Scavenger. Die mache ich mal eben noch. Wie gesagt, immer ein Auge... da ist nämlich der Schattenläufer. Hau mal ab, ey. Ist der hinter uns her? Nee, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Meine Güte. Der kommt aber auch... weiß ich nicht. Der hat uns irgendwie auf dem Riecher. Auf dem Radar. Ich hoffe nicht, dass wir den getriggert haben, aber ich glaube nicht, dass der so eine hohe Aggro-Range hat. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber man lernt hier nie aus.
Wie gesagt, den Schattenläufer, den werden wir irgendwann mit Hilfe unserer Magie zur Strecke bringen. Das denke ich doch. Wir müssen ja später noch ganz andere Gegner angehen, die nicht ganz so einfach zu bezwingen sind, beziehungsweise nur mit ein paar Tricks. Vielleicht später auch irgendwann mal so, ich weiß es nicht. Ich habe noch nie einen Magier in Gothic gespielt, deswegen kann ich da absolut keine Aussagen treffen, wie stark der Magier letztendlich im Gothic-Universum ist. Ich meine nur, das gelesen zu haben, dass der am Anfang sehr schwach ist und später sehr mächtig. Das kann sich allerdings auch nur auf den dritten Teil beschränken, wo man dann alles mit der Magie weggerockt hat. Und nicht für die ersten beiden Teile, die ja eine komplett andere Technik umfassten. Naja, ich bin mal gespannt. Das ist meine erste Erfahrung, wo ich Gothic als Magier spiele. Ich bin mal sehr gespannt, wie das hier ausgehen wird und vor allem, wie einfach oder wie anders der Spielverlauf wird. Denn die... Wir hängen hier irgendwie fest, warum auch immer. Das sollte ich aber eigentlich nicht sagen. Denn wir können ja später wahrscheinlich irgendwas nicht tragen, was wir zum Bezwingen benötigen. Ich glaube, da gab es eine Alternative und die habe ich, wie gesagt, noch nie erfahren dürfen. Deswegen bin ich schon sehr gespannt darauf, was uns als Magier erwarten wird. Ich schaue mal kurz in die Höhle. So viel Zeit muss einfach sein, aber die haben wir schon... Ja, das sieht so aus, als hätten wir die schon ausgeräumt. Ja, hier sind noch ein paar Pilze drin. Ansonsten alles geplündert. So wie es sich für ein Abenteuer gehört, waren wir hier schon und haben natürlich alles mitgenommen. Ah, ich glaube, ich weiß auch, was uns als nächste Aufgabe erwarten wird. Aber dazu sage ich an dieser Stelle noch nichts. Wir sind wieder am Sumpflager angekommen und ich wollte mich ja nur hier vorpositionieren. Das heißt, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Gothic, der Weg des Wassermagiers. Also, bis dann!